Also, ja, liebe Leute, ich sag das mal kurz so. Also Alex hat eine Kamera vor den Bildschirm seines PCs gestellt und die Kamera auf das kleine Fenster ausgerichtet, von dem er das sieht und aufnimmt. Und ich jetzt sehe das jetzt über die Kamera, weil Skype nicht das übertragen will, wo er das sieht, was er aufnimmt. Ich hoffe, das war kompliziert genug. Ja, aber man kann's drauf. Oh, Scheiße! Ich brauche Energie! Fällt mir gerade so auf. Mhm. Ich bleib einfach in der Quelle stehen und kämpfe von hier aus. So eine Müdigkeit. Das Blöde ist nur, dass irgendwann versiegt, ne? Ja, das jetzt ist zum Beispiel, ja. Ich kenne das ja. Aber wenn diese fetten Weiber hier weg sind, Entschuldigung, dann kann ich mich um diesen Zwerg dann kümmern. Um Woody! Also du siehst sie trotzdem als Weiber an. Also. Ja, das ist doch ja, so ist ja ein Tatbestand, über den man diskutieren kann. Ja klar, aber das ist ja so ein Freakshow-Klischee, die bärtigen Damen, das ist ja so bekannt, würde ich sagen. Ja, von daher gehe ich jetzt davon aus, dass das Damen sind. Woody! Das ist in Kindheitstagen so hängen geblieben. Da habe ich ihn immer Woody genannt, weil er immer so ein scheiß Geräusch macht. Woody! Da war's wieder. Woody! Ich höre es ja leider nicht. Nee, aber der macht es halt. Woody! Komm her, wird sichtbar. Immer schön rauf, immer drauf. Er macht's schon wieder. Drauf. Oh, wir haben 1,1 GB schon aufgenommen. Wow. Ist das viel? Weiß ich nicht, nö. Ich hab da nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich nehme einfach also, ich mal auf, sag mal so, ich Lust hab. Und dann ist gut. Also ich sag mal so, bei Fraps hast du nach 5 Minuten hast du schon mehr als 1 Gigabyte, 1,5 Gigabyte sogar schon aufgenommen. Ach du meine Güte. Wenn du mit Fraps aufnimmst, ja. Aha. Ja. Naja. Gut, bisher habe ich ja noch nie mit Fraps aufgenommen, aber ich werde das demnächst auch mal probieren, weil ich mir vorgenommen habe, auch mal ein PC-Spiel zu Let's Playen, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, ja. Komm. Ja, ich hab's dir erfolgreich eingerichtet. Ja, da hat der Dave mir wirklich geholfen. Ah ja, also... Doch schon, also das ich hätte vorher nur so eine Billigversion da und ich wusste gar nicht, dass das so ein uralt Ding ist. Ja, also Alex hat irgendwie 1 Punkt irgendwas und mittlerweile sind wir ja bei 3.7 oder so. Ich weiß nicht. Ich geh mal eben wieder zurück. Ich weiß zwar, dass es da weiterging, aber bevor ich in dieses Zelt reingegangen bin, war da ja noch ein Trampolin und da war ich noch gar nicht drauf. Deswegen gehe ich lieber erstmal dahin, nicht, dass ich mich jetzt hier zum Ende vorkämpfe und dann habe ich hier was vergessen. Da kommst du nicht mehr zurück, ja. Das ist das Problem. Hier ist übrigens, hier brauche ich 2 Schlüssel. Elefantschlüssel. Ja, so ganz langsam im Hinterkopf dämmert es da bei mir noch, Elefantschlüssel. Und hier ist noch ein Haus, sehe ich gerade. War ich da drin? Nee. Ah, das ist aber alles sehr verwirrend. Ach, der Händler. Ich wollte den gerade kaputt kloppen. Ja, ich kann ja bisher nur die Pistole aufladen. Das ist ja sowieso... Ach ja, da standen immer die Händler oben, genau. Ja, wieso komme ich ja nicht raus? Ach so. Du musst was kaufen, du kommst hier vorher nicht weg. Du kommst hier raus. Du kommst hier raus. Was geht los da rein? Was geht los da rein? Das bringt mir dieser Raum. Hier ist nur ein Händler drin. Ist das alles? Scheint so. Die ihr jetzt dieses Let's Play als das erste Let's Play von Alex seht, schaut euch auch seine anderen Projekte an, bitte. Oh, danke, dass du in meinem Kanal Werbung für mich machst. Du darfst auch gerne für dich Werbung machen, dann geht's gegen. Ja, bevor ihr natürlich die Let's Plays von Alex guckt, guckt ihr natürlich erst meine Let's Plays an. Das wäre sehr schön von euch und ich würde mich sehr darüber freuen. Und am besten guckt ihr die Let's Plays von Dave an, wo ich mitspreche. Ah, das ist ja Kompromisse scheiße. Okay, komm. Kompromisse. Nee, aber. Ja, weil du es bist. Ja, nee, ganz ehrlich, ich bin jetzt mit dem Trampolin aufs Dach gesprungen, auf diesem Dach ist nichts. War das einfach nur zur Demonstration, dass man hier raufspringen kann und mehr ist hier nicht, oder was? Vom Dach kannst du nirgendwo anders hinspringen? Nee, hier ist nichts. Definitiv nichts. Keine Richtung ist irgendwie sinnvoll belegt, wollte ich gerade sagen. Nee, dann toll, kann ich hier wieder. Dann hätte ich mir den Rückweg auch sparen können. Oh, aua. Ja gut, dann kann ich also doch wieder in das eine Zelt rein, wo das mit dem Trampolin weiterging. Und wofür war dann das Trampolin? Das ist jetzt ja, so, wahrscheinlich war das echt nur so demonstrationmäßig. Keine Ahnung. Dann gehe ich wieder jetzt hier durch das Zelt und dann wieder in das andere. Ja, ihr müsst wissen, Dave sieht das alles ein bisschen sehr dunkel. Also ich habe praktisch 2 Bildschirme hier vor mir. Einmal den, durch den ich Let's Playe. Und rechts daneben habe ich einen Bildschirm, wo ich sehen kann, wie Dave das sieht. Ja, ich muss das manchmal so ein bisschen Der ist schon ein bisschen dunkel, das gebe ich zu, aber...
ging leider nicht anders, aber so einigermaßen kann man da was erkennen. Auf jeden Fall. Die Heldenflächen sieht man ziemlich gut. Ja, wie gesagt, ich muss das manchmal so ein bisschen erahnen alles und kann das nicht alles immer so ganz genau sehen, aber das klappt schon ganz gut, denke ich mal. Ja. Jetzt habe ich die Banane gegessen, jetzt mache ich mir einen Joghurt auf. Sehr gut, ich spreche so lange mit Winston. Genau. Die Kobolde benutzen den Jahrmarkt, um eine Armee von Elefantenrobotern zu bauen. Versuch herauszufinden, wo sie gebaut werden und zerstöre sie. Wenn wir sie nicht aufhalten, stürmen sie die Stadt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Kobolde bauen eine Elefantenroboterarmee. Wer denkt sich sowas aus? Jetzt hatte ich gerade den Tee voll Mund. Ja, ich hatte gerade den Mund voll Tee und musste gerade schon wieder lachen. Ey. Wer denkt sich sowas aus? Die Leute, die YouTube-Kacke-Videos machen. Ja, die Leute aus Mittelerde. So. Peter Lustig. Ja, der zweite Peter Lustig, den ich jetzt noch gefunden habe, der war auch cool. Über den haben wir uns auch wieder köstlich amüsiert. Oh nein, das war eine Scheißstelle, ich weiß das noch. Hier bin ich so oft gestorben, ich muss mal über den See springen hier mit den ganzen Trampolinen. Ja. Ah, oh Mann, ich will vorher speichern. Ich glaube, ich weiß, wo du bist gerade. Ja, ich auch. Das ist das Problem. Das ist ja schön, das ist die Hauptsache, dass du weißt, wo du bist. Na, Kelch ist erst bei 60% so da an dem Dreh. Also muss hier noch ein bisschen was kommen. Da kommt erst eine Fette. Ah ja, den machen wir platt. Und das ist ein Kobold. Oh, ich will mich hier nicht reinschmeißen lassen. Ja, die schreien immer so. Ja, du hörst das natürlich nicht, aber ich dachte gerade schon. Nee, ich mach das Gelaber von diesen fetten Frauen danach. Und ich spiel gerade hier Kriegen mit einem Kobold. Ich freue mich schon, wenn ich das hinterher sehe. Ja, das glaube ich dir. Wenn du das nämlich hinterher siehst, dann wird das um einiges interessanter für dich. Ich hoffe mal, dass unsere Skype-Gesprächsqualität ordentlich bleibt. Ja. Also meine Aufnahmequalität sollte ja eigentlich so sein wie immer. Ich denke mal, wenn du mir nachher deine Audiodatei zuschickst, werde ich das schon so bearbeiten können, dass man dich vernünftig hört. Ja. Das glaube ich schon. Ich traue dir da schon was zu. So ist das. Das ist sehr nett von dir. Nein, bisher habe ich nur nie halt zwei Audiospuren aufgenommen, aber das ist ja eigentlich kein Problem. Du wirst dich ja beide einfügen können. Ja gut, ich sag mal, Hauptsache du passt dich dann so an, dass wir nicht irgendwie gleichzeitig reden und dann... Das mache ich dann schon richtig, keine Angst. Alles klar. Ich habe ja mit meinem Sprechen extra gewartet, bis du eine Möglichkeit gegeben hast, so dass ich gerade in dem Moment sprechen kann, dass ich mir das irgendwie nachher zusammenschneiden kann, dass das passt. Das kriegen wir alles hin. Ja, das mit dem Hammer, das war schon geil. So, ja, das muss ich halt immer machen. Für die es noch nicht gemerkt haben, ich muss mir immer so einen Anhaltspunkt machen, wann ich anfange zu reden. Und in jedem Let's Play-Video, wo ich gerade neu anfange aufzunehmen, also eine neue Session beginne, da bewegt sich irgendwas kurz auf dem Bildschirm. Müsste man darauf achten. Hm. Das hatte hier schon Geheimnisse von mir. Ja, bei Donkey Kong, bei Donkey Kong ist das zum Beispiel auch so. Hilfe! Ich bin angegriffen worden. Da grundsätzlich, bevor ich anfange zu sprechen, bewege ich den Affen auf der Landkarte hin und her. Also ich brauche immer so einen Anhaltspunkt. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, siehst du. Also wenn man das auch nicht weiß, dann kommt man auch nicht drauf. Nee. Ich plaudere meine Geheimnisse. Ja, das Problem habe ich ja nicht bei Fraps. Der nimmt ja sofort beides sofort für mich auf. Ja gut, das habe ich bei mir. Bei Fraps wird das bei mir aber auch nicht gehen. Ich kann entweder den Ingame-Sound aufnehmen oder halt mein Mikro. Das geht auch nicht beides. Eigentlich nicht. Eigentlich kannst du beides aufnehmen. Aber dann gucken wir hinterher nochmal. Ja, wir kriegen das alles gebacken. Auf jeden Fall. Du weißt, ich helf dir. Was? Quelle. Yes. Die Quelle. Ich habe die Quelle von Dave Dern gefunden. Jetzt weiß wieder keiner, was gemeint ist. Leute, die dich kennen, die wissen, was gemeint ist. Ja gut, die wissen das, okay. Und ich glaube mittlerweile, dass das ist wieder ein Anreiz für alle Leute. Wir haben ja schon einige, also unsere Abonnentenmengen schneiden sich ein wenig, würde ich vermuten. Du hast wir haben heute den, weiß ich nicht. Morgen ist das, heute ist der letzte Tag des alten YouTube-Kanals. Oh, hör auf. Ja. Doch. Voll traurig. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Weiß ich nicht. Was mit Abonnenten hast du? Ja, du hast 57 jetzt. Ja, das finde ich voll merkwürdig. Also wenn ich bei dir auf dem Kanal gucke, habe ich auch 57. Aber bei mir auf dem Kanal werden nur 53 angezeigt. Ich verstehe das alles nicht. Ja, das ist doch wieder das mit den Toten und lebenden Abonnenten. Ja, aber so viele Tote kann ich gar nicht haben. So viel Untote und Leben. Doch, überschätzt das mal nicht. Unterschätzt das mal nicht. Toll, jetzt habe ich mich hier hoch bemüht wegen eines Händlers hier.
Ich will diese scheiß Pistolenmunition nicht kaufen. Für so ein billig Kram will ich gar nicht. Also ich glaube, als Kind, als ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich schon total Schiss. Allein schon im ersten Level beim Museum, da hatte ich schon Schiss. Ja, ich auch. Ich hatte immer Probleme mit den ersten Rittern da, die da aus diesen komischen Glaskästen rauskommen. Ich wusste aber nicht, wie man die tötet. Mhm. Und ich hatte schon ein bisschen Respekt, als ich das gespielt habe jetzt diesmal. Und ich habe die sofort tot gekriegt. Hä? Was war das Problem? Ja, so im Nachhinein sieht man das alles immer ein bisschen anders. Ich weiß, aber ich glaube auch sogar die Intro-Sequenz, da hatte ich schon Schiss, glaube ich. Ich höre das Trampeln so gerne. Boing, 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 so ein Wackelpudding. Das ist, ihr habt wieder was gelernt, das ist Alex Fetisch. Ja, Trampolin-Fetisch habe ich. Der Trampolin-Sound in Medieval 2. Ja, gut, ich, ja. Ja, siehst du da, jetzt versucht er, ja. Ich wollte nur gerade sagen, merk dir mal bitte dieses Haus, damit ich weiß, wo der Kelch war, aber du siehst das ja wahrscheinlich eh nicht so deutlich, also muss ich mir das doch selbst merken. Jetzt hat er sich versucht, sich zu rechtfertigen, ne? Ja, so Mann, geh tot! Nicht du, ich meine den Kobold. Ja, ist klar. Eben meinte er auch schon, es wäre gut, wenn man mich nicht hören würde, irgendwie, ja. Das hat er nicht versprochen. Ja. Ich höre die ganze Zeit einen Schreien im Hintergrund, aber hier ist keiner. Das macht mir Angst. Das ist eine creepy Soundkulisse. Komisch. Jetzt haben wir beide gleichzeitig gemacht. Ja? Oh, das hat. Ja, ich habe deinen nicht gehört. Ja, so synchron war das. Das hast du gar nicht gehört. Noch 8%, dann kann ich mir meinen Kelch holen. Und das ist dann manchmal fies, wenn du nämlich wenn es ein Gegner nur noch ist im ganzen Level und der läuft die ganze Zeit irgendwo rum, wo du nicht findest und du willst die 100% haben und du findest einfach. Ey, das ist, vielleicht siehst du das jetzt gerade nicht so schön, aber das ist ein geiler Raum hier. Ja, diese, doch, den kenne ich noch. Ja. Dieser Tunnel, der hier sich so farblich rundet. Das war doch auch, glaube ich, bei dem ersten Medieval-Teil mit diesem Level, wo es geregnet hat, wo dieser Krieg war. Tümpel, Tod. Todestümpel da, oder was das ist. Ach, guck mal an. Du siehst den Elefantenroboter da hinten nicht. Nö. Guck mal, ich sehe keinen Elefantenroboter, das ist sehr schön. Ja, warte mal, ich muss mal eben hier eine Waffe auswählen, weil das ist das gleiche Rätsel wie damals mit den, im Vogelscheuchenfeld. Mit den, Roboter, wo die Kobolde hinten drin sind. Das ist das gleiche hier, nur das ist hier ein Elefant. Echt? Das ist mir nicht aufgefallen, das. Stimmt, ja doch von. Ah, ja, doch. Ich muss hier durch! Durch! Ist im Endeffekt total easy. Wenn man einmal dahinter gekommen scheiß ist. Kobold wenn man, Wortwitz, wenn man einmal dahinter gekommen ist. Ja, nee, ist ja wirklich. In diesem Fall muss ich wirklich dahinter kommen. Ja, deswegen sag ich ja Wortwitz. Ja, ich hab das schon was. Wenn man. Ja, das. Ja. Oh, ich hab schon wieder Energieflasche verloren. Ich mach'n Fingerwerk. Aber bis jetzt schlägst du dich ja einigermaßen gut. Boah, doch. Ich bin auch gerade überrascht. Gut, bis auf die ganzen. Ich kenne das auch alles echt nicht mehr. Plumpser ins Wasser. Gut. Ja, das war wieder der Anfangsfail. Ein Kollateral. Er ist tot. Yes. Aber das war doch nicht nur einer, oder? Ja, zwei müssen es sein. Ich muss ja zwei Elefantenschlüssel finden. Tolles Bild. Ich stehe wieder genau vor dem Felsen. Also. Okay, das war der erste Elefantenknödel. Der Elefantenschlüssel.